Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Don't Starve Together with the Guys from the Cuff Bashel. Hello, hello, my friends. We are from Germany, but we do Let's Plays in English now. What the fuck is this? These are my house buffaloes. What are you saying to them? I would very much like if you would just speak with me if you're going to have pets. Weil sie make a lot of Dreck und wir haben abgemacht, dass wir keine Haustiere halten. But I love them. They are my friends. We are a whole big family now. What? Und deine speziellen Freunde, ich kenne dich doch. What a disgusting hairy beast. And this too. Do you have your Rasierapparat? Then you can rasier them. Not when they are awake. They are going to kill me. But they're going to sleep now. In a few minutes. They are going to sleep. Chill your bees. Yeah, chill your bees. Okay, I chill my bees. Chester has still the bunnies in him. I love my Chester. He's my very best friend. He's so kind. I love him. Okay. Langsam wird's crazy hier. Langsam wird's ziemlich crazy. Ja. Gunpowder. Rotten Egg. Der Vogel schläft, wie süß. Oops, I think I picked up the... Was? Mit irgendeinem Thermalstein. I think I picked up the bone from the Chester. Do you have hunger? Not so much, and I still have some meat on me. Then I have eaten. Aus irgendeinem Grund ist unsere Falle aufgesprungen. Kannst du dir das erklären? Ist sie auf? Die war halt... Ich konnte die halt einsam. Die war ein bisschen kaputt. Oh nein. Es gibt. What? Früher gab es den Bug, also eigentlich sollte es nicht mehr sein, aber Chester kann das Ding auch auslösen. Früher hat es zumindest gemacht. Naja. Was hast du mit dem Essen gemacht, was ich da reingetan habe? Das habe ich gerade gegessen. Ach so, ja, klar. Das waren Meatballs. Meatballs geben am meisten Essen. Ich habe jetzt volles Leben. Ja, ich auch. Bist du eigentlich ziemlich gut dabei? Was brauchen wir denn mal noch? Ich weiß nicht. Eine Beamine wäre bestimmt cool. Ja, aber hatte ich doch schon mal eine von. Ja, stimmt. Sie explodiert, da sind Bienen rausgekommen und das hat die Würfel shit interessiert, sagen wir es mal so. Ja, ein bisschen hat die das schon interessiert. Ein bisschen. Wirklich viel. Was ich viel cooler finde, wäre, wenn wir ein Pickhaus hier hinbauen könnten. Achso, oder so ein Rabbit Hutch. Das wäre cool, aber ich weiß nicht, wo wir diese Bunny Puffs herkriegen. Warte. Ich guck einfach mal. Bunny Puff. Okay, da brauchen wir einen Hammer für. Das kriegt man nicht von Hasen, nur von Hasenmännern, wo auch immer die herkommen. Sich so einen Hasenbau da zu bauen. Jetzt ist die Verbindung unterbrochen. Was für eine Verbindung? Die auf meinem Server hier. Ach, das ist einfach nur eine Hütte, wo dann so ein Bunny raus. Ist die Verbindung immer noch unterbrochen? Nein, jetzt nicht mehr. Das ist Wikipedia. Das ist ganz normal so. Ach so. Ich bin am Überlegen. Hast du dich schon mal mit Magie hier beschäftigt? Nein. Aber wenn wir einen Zylinder haben und vier Bretter und vier Hasen, dann können wir eine Maschine bauen. Richtig. Könnten wir dann. Das könnte witzig werden. Finde ich. Aber... Es gibt irgendwie andere Sachen, die wichtiger sind, glaube ich. Überleben wäre erstmal ganz toll, für den Winter mal durchstehen.
Wir müssen bei Survive eigentlich Thermal Stone haben wir, Fishing Rod. Wir brauchen eigentlich nochmal so ein paar Mützen. Ich möchte eine Wollmütze haben. Die Ohrenschütze sind zwar cool, aber die Hasen flüstern mir schlimme Sachen ins Ohr. Healing Salt. Außerdem geht unser Feuer wieder bald etwas raus. Wenn das Feuer ausgeht, dann nimmst du hier den Dings wieder mit. Zack. Was? Okay, weißt du, was ich jetzt schon die ganze Zeit machen wollte? Ich wollte diesen Kack-Wald hier mal abholzen. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wo ich meine ganzen Sachen reingetan habe. Dann tu das. Das ist eine Monster-Lasagne. Pass auf, die zieht dir Leben ab, ne? Ja, ist okay. Da habe ich jetzt so viel Monsterfleisch reingetan. Ein Monsterfleisch immer nur. Ja, das habe ich auch gemerkt. Aber wir können ja... Wir können diese Monster-Lasagne ja wo ganz anders hin tun. Wir können die nämlich... unserem Vogel geben. Und was macht unser Vogel da draus? Ei. Das Ei kann man, wenn man den Feuer hätte, das kochen und dann geht das ganz gut. Also Bienen produzieren im Winter nicht. Na, dafür haben wir etliche Hasen halt eigentlich. Hasenfallen. Ja. Also... ich holz mal unseren Wald ab. Die ganzen Dreckspinguine. Ne? War hier unten nicht noch irgendwo ein Hasenbau? Hier ist noch einer. Hasenfallen, 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 ich sag dir das. Flöreier Clown! Kein Bier mehr. Jetzt bin ich ein trauriges Panda-Pech. Genau. Chester, komm mal her. Mal ein paar Hasen für dich. Beziehungsweise, die kill ich, warte. Die kill ich. Den einen. Und dann trocknen wir den. Sollte ja passen, so. Ja, das kann angehen, dass das passt. Du bist ein trauriges Panda-Bärchen. Ja, ich weiß nicht mehr genau, warum ich ein trauriges Panda-Bärchen bin, aber... Was kann man denn sonst so im Winter machen? Ich weiß ja gar nicht, was der nächste Schritt jetzt in Dawnstaff ist. Soweit wie jetzt war ich noch nie. So lange überleben wie möglich, würde ich mal sagen. Ja. Wir können ja mal anfangen mit Magie zum Beispiel. Wir können noch einen Bienenstock holen im nächstes Jahr, also im Frühling. Wir können uns so einen Hasentypen holen, obwohl ich nicht weiß, wo man die finden kann. Ja, aber ist Magie jetzt das nächste oder was? Können wir versuchen, beziehungsweise wir können gucken, ob wir... nach dem Winter so ein Ding finden. Aber ich bin eigentlich auch dafür, dass wir uns hier befestigen. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Weil ich habe jetzt gerade so viel Holz. Und falsch. Ich habe jetzt gerade echt viel Holz. Vor der Hütte. Ha, ha, ha. Oh, mir ist kalt. Nicht gut. So, das hier können wir jetzt erstmal auch wieder als Fuel adden. Genau. Klock, 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 klock. Willst du das einsammeln dann? Ja, mach ich. Wäre cool. Dann mache ich uns nämlich den Boden. Klick, 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 klick. Ein Holz. Ja. Wo ist es denn? Wooden Flooring, da. Wie viele hast du ausgegraben? Wie viele was? Also
viel zu essen habe ich gerade irgendwie nicht. Ich habe ein Ei. Das ist auch nicht sonderlich viel mehr. Aber ich habe doch noch zwei Vögel und einen Hasen, also kann ich noch ermorden. Unter den Kisten habe ich auch ausgegraben. Ja, aber ich habe nicht mehr genug Holz. Achso. Ich habe aber auch Hunger. Ja, ich habe in Crockpot habe ich zwei Fleisch getan, also wenn wir noch irgendwie Karotten haben oder so. Mm-mm. Drachenfrucht halt. Die würde ich halt gerne aufheben, wenn wir... Das wirkt jetzt nicht mehr mit der KK. Echt nicht? I can't do that. Ja. Ist endgültig kalt geworden. Okay, die würde ich dann wirklich aufheben. Hm. Haben wir genug Hasen? Naja. Bären kriegen wir nicht. Also wir haben auf jeden Fall genug Hasen, die wir morden können. Das war eine gute Idee, das diesmal mit den Hasen zu machen. Pinguine. Ich weiß nicht, was wir machen sollen mit dem. Die da, guck mal. Ja, dann nimm Chester da bitte weg. Chester. Hier, da die Tooth Trap ist gesprungen. Du hast aber den Stab von Chester. Ich hab keinen Stab von Chester. Da steht dieses Beefalo drauf. Wahrscheinlich. Oder du hast ihn. Keine Ahnung. Ich hab den Stab jedenfalls nicht. Den Stab auch nicht. Da ist er. Komm, Chester, gehen wir hier rüber. Stehst du jetzt da, Chester? Oder löst das Beefeluft den vielleicht aus? Glaub nicht. Kann das sein? Wenn, dann sind die jetzt ja auch weg. Bleiben die Hasen jetzt auch im Bau, oder? Den Winter über? Nein. Irgendwie das Gefühl, das nimmt noch ein ganz schlimmes Ende jetzt für uns. Das ist ein schlechtes Gefühl. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich so ein schlechtes Gefühl mag. Wir haben auf jeden Fall etliche Hasen, die wir schlachtruinieren können. Ja, wir haben noch getrocknetes Fleisch. Wobei, es geht mir kein Hase mehr in die Falle, aber da ist noch einer draußen. Dann hast du wahrscheinlich recht. Womit? Dass die Hasen trotzdem im Winter noch leben. Tun sich, hab ich gesehen. Ja, ich jetzt auch. Und ich sammle nochmal die Fallen ein, wo die Hasen drin sind. Und stell sie wieder neu auf. Wie lange war der Winter nochmal? Bis Zug 32, glaube ich. Also echt lange. Also noch 10 Tage. Ja. Das sollten wir nur hinkriegen. Ich musste das Fleisch essen, ich habe Hunger. Die Meatballs, die ich gemacht habe? Ja. Ich kann dir Fleisch als Entschädigung geben. Nee, da ist ja noch Fleisch und Dings.
Also die Bifalos hier gehen mir so leicht gediehen, wie man sagt. Das ist ein Bifalo-Futter. Ah. In Chester sind auch noch ganz viele Hasen, also. Ja, wir leben das schon da. Ja, verhungern tun wir nicht, aber wir sehen uns auf jeden Fall erstmal in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin, ciao. Bis dahin, tschüss.